Willkommen zurück zu Legend of Grimrock 2. Ich bin Mr. Cutter für euer Let's Play in das Kaninchen. Und ich bin hier im östlichen Teil dieses Waldes. Und hier sind auch zwei Laternen. Und ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Aber es wurde ja gesagt, zwischen den beiden. Glückwunsch. Bin sogar richtig und mir fehlt ein Schlüssel. Zum Glück haben wir noch... Oh, wir haben aber nicht mehr viele von den Lockpicks. Ein Book of Leadership. Was bringt denn Leadership? Gain Party Leader Trait. Another Party Members receive one bonus to all attributes as long as the Party Leader is alive. Naja gut, mal ganz ehrlich, ist es völlig logisch, wer in dieser Truppe der Party Leader ist. Ich glaube, da müssen wir uns nicht groß unterhalten und auch nicht groß diskutieren, wen wir da jetzt entsprechend wählen sollten. Ich wähle natürlich mich selbst als Party Leader. Immerhin bin ich der schönste, schlauste, intelligenteste und am wenigsten eingebildete oder arrogante dieser Truppe. Bam. Gut. So, dann markieren wir dich mal noch. Bitte. Gut, schön. Schön, schön. Und ich würde sagen, nach diesem Spaß geht es dann auf in den nächsten Teil des Waldes. Hat ja bisher immer viel Spaß gebracht. Gerade dieses Geräusch, da ist eine Truhe. Ich weiß noch nicht, was es mit diesem, dass das Feuer im Nordwesten am stärksten ist, zu tun hat. Das muss ich noch rausfinden. Vielleicht habt ihr da den einen oder anderen Vorschlag schon gebracht. Das weiß ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Und diese Geräusche sind so einladend. Genau diese. Alter, das klingt so gruselig. Das ist eine Falle. Mein letzter... Fackel. Thermal Tribe. Chestplate. Haben wir nicht... Das ist nicht das... Genau, das passt hierzu, ne? Wir haben auch noch keine Light Armor für Mr. Katafi, für mich. Können wir das noch nicht verwenden? Das da vorne sieht einladend aus. Zu einladenden Dingen gehen wir natürlich erst danach. Wobei wir nicht drum rumkommen. Die Grafik ist fantastisch, nicht? Hallo? Hallo, ich bin... Ach du Schande! Du Scheiße, war das Vieh groß. Ach du Scheiße, ist diese Festung groß. Alter Finne. Ein bisschen übertrieben, oder? Du Kacke. Und ich möchte nicht diesem Vieh begegnen, das da gerade rumgeflogen ist. Warum... Wasser? Ach, ich hab immer noch vergessen, dass ich ein Achievement machen wollte. Ach, ich vergesse das immer wieder, dieses Achievement. Ich komme aber noch dazu, keine Sorge. Was steht hier? And with a keen eye and sharp aim, they entered. Das klingt für mich wie nach etwas, was ich werfen müsste. Mit einem scharfen, Ziel und einem geübten Auge? Klingt für mich so, als gäbe es dort irgendetwas anzuwerfen. Ich glaube nicht, dass ich was anwerfen kann, oder? Nee. Bist du? Da. Na gut. Merken wir uns. Neues Gebiet und so ist erstmal eh viel zu erkunden. Oh Gott, ich möchte nicht. Die können über das Wasser fliegen. Oh, das macht's nicht besser. Na gut, komm mal her. Uah.
Okay. Jetzt versuchen wir es mal. Okay. Verdammt. Okay. Vielleicht schon erkannt, was ich vorhabe. Ey, du. Mir fehlt eine Brücke. Da ist ein... Was steht hier? Nord, Sleet Island, Trickwood Forest, Kielbach Bock. Hey, hey. Komm her, komm her, komm her hier rüber. Komm her hier rüber. Los, komm her. Oder dort. Nee, egal. Wo ist denn meine Hose da? Hallo, gib mir die Hose. Ich hätte mir einen Gegner nehmen sollen, der ein bisschen weniger Lebenspunkte hat dafür. Oh Gott, hör mal auf jetzt. Ist mal genug hier. Leute, 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 bleibt mal ganz entspannt. Pass auf. Du zuerst weg. Weg! Oh, toll. Jetzt sterben natürlich beide gerade. Mann, ich will dieses verdammte Achievement. Lego an einem Stock. Willst du reden? Nee. Oh Gott, da ist dieses Geräusch schon wieder. Ja, komme ich noch nicht weiter. Da ist nichts. Och, es ist ein Lad. Vorne ist ein Kristall. Ich kann nicht angreifen unter Wasser. Ich komme nicht hoch. Oh mein Gott. Dieses verdammte Feuer. So schön wie der Feuerangriff auch ist, aber... Macht einem ein wenig den Plan kaputt. Hey du, komm her. Komm her. Komm her, ja, komm her. Auch immer nervig, dass... Oh Gott! Hallo? Oh, hörst du? Alter, das ist so nervig, dass er das immer hier vorne hinlegt. Er kriegt einfach keinen Schaden von der Sache. Und es ist garantiert so, dass wenn ich jetzt einmal mit einem normalen Angriff angreife, er sofort tot umfällt. Vielleicht sollte ich nicht gerade mit seiner Verteidigung werfen. Yay! Und da ist das Achievement. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Full Monty. Das ist natürlich eine Anspielung auf Monty Python. So bin ich mir ziemlich sicher. Und endlich haben wir dieses verdammte Achievement und ich kann aufhören, meine Leute damit zu töten, dass ich die ganze Zeit mit Hosen angreife. Dieses Achievement bekommt ihr halt, wenn ihr einen Gegner damit tötet, ja, mit der Hose anzugreifen, beziehungsweise mit der Hose zu töten.
Ziemlich lächerlich, ziemlich cool. Das ist jetzt Nacht, das finde ich überhaupt gar nicht geil. Okay, man kann also ins Wasser fallen und ins Wasser gehen. Und dann erstickt man nach einer gewissen Zeit. Was ist da? Was steht hier jetzt? Shrine of Pain, jo, das sehe ich. Kann ich nachvollziehen, dass das der Schrein des Feuers, der Schmerzen ist. Ist nur die Frage, wie geht das? Der geht dort lang, läuft dann nach dort und wieder nach dort hinten und dann... Mehr als knapp. Aber ob ich hier wieder rauskomme und ich habe auch kein Dietrich, also... Dezent ungut. Dietrich benötigt. Mehr? Ah, dumm. Das war dumm, na gut. Dann gucken wir doch mal, dass wir vielleicht jetzt zurückkommen zum... Nee, wo war der? Wo war der letzte Schrein? Oh, der letzte Schrein war ziemlich weit weg, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe, war ein Schrein... Wo war ein Schrein? Hier war überall kein Schrein. Der war hier einfach nur straight durch. Okay, dann laufen wir mal ganz kurz zum Schrein zurück. Gucken wir, ob wir lebend dorthin kommen. Denn jetzt ist es Nacht. Das heißt, einige Gegner respawnen wieder. Muss ich laufen? Das ist natürlich unschön gelaufen gerade. Hahaha, ich bin unschön gelaufen. Wie passendes Wortspiel. Aber das ist kein Problem. Zum Glück ist ja hier der Schrein. Und da ist ein Schrein, der kann uns wiederbeleben. So, das kann weg. Neue Fackel an die Hand nehmen. Und wieder zurückdackeln. Und da war auf jeden Fall noch eine Truhe, für die ich einen Dietrich brauche. Ich frage mich, ob ich irgendwie die auch anders aufbekomme, die Truhen. Irgendwie mit roher Gewalt zum Beispiel. Und es wäre eine Möglichkeit, mit roher Gewalt halt die aufkriegen. Ich glaube nicht, dass das der Weg, dass das ein Weg ist, den man wählen kann. Das bezweifle ich irgendwie stark. Okay. Ja, der Weg hat immerhin wieder ein paar von den, wieder mal ein Kraut gebracht. Auch wenn es ein Kraut war, welches ich nicht so akut brauche. Warte mal, hier ist eine Truhe. Die hatte ich doch schon, wieso habe ich die denn nicht markiert? Tschüss. Aber jetzt stehe ich natürlich auf dem Schlauch. Wie komme ich jetzt weiter? Wie komme ich hier weiter? Was ich versuchen könnte, wäre irgendwie dort rüberzukommen, aber ich sehe keine Leitern von hier aus. Und ich glaube, dass es etwas mit diesem Rätsel zu tun hat, was hier ist, mit von wegen, man braucht ein scharfes, aber man muss gut zielen und so, um weiterzukommen. Da vorne ist ein Kraut.
Aber ich brauche eine Leiter. Ich könnte ja zum Beispiel, was ich mir jetzt gerade nämlich überlege. Ich könnte ja ins Wasser springen und rüber rennen. Mich wundert, dass das keiner von meinen Leuten schwimmen kann, aber nun gut. Aber das Ganze funktioniert nur, wenn ich auch eine Leiter habe, weil ich sonst nicht herausklettern kann. Und dort sind nirgends Leitern. Hier sind nirgends Leitern. Ja, hier sind nirgendwo Leitern. Das heißt, ich kann dort nirgendwo raus. Jetzt bin ich schwer überfragt, wie ich jetzt weiterkommen soll. Ich habe übrigens auch in den Achievements gesehen, dass es die Möglichkeit gibt zu angeln. Was ich auch eine coole Idee finde, um an Nahrung zu kommen, natürlich. Pong, pong. Ich kann noch das Wasser entlang. Pass auf, ich mach's einfach mal. Ich habe eh nicht so viel zu verlieren. Also keine Ahnung, ich laufe hier mal ins Wasser. Ungut. Ich hoffe, es gibt später mal noch eine Möglichkeit irgendwie zu... Ja, geh mal weg, Schildkröti. Unter Wasser vernünftig zu atmen. Oh, ich hab einen Fisch gefangen. Yay! Ein Fisch. Denn sonst habe ich ein leichtes Problemchen hier unter Wasser. Ich meine, so kann ich mich natürlich auch unten umschauen. Okay, das ist nichts. Da ist wieder ein Fisch. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Deswegen muss ich mich jetzt gerade erstmal unten unter Wasser umschauen. Hier ist noch eine Kiste. Die gucken wir uns jetzt mal an. Was war in der Kiste? Nein, das war sie denn nicht. Ein goldener Schlüssel. Und eine Lederrüstung. Ein Fackel. Okay. Was ist denn in der Kiste? Essen. Okay, warum ist in diesem Beutel nicht mein ganzer Unsinn an Zettelwirtschaft so drin, den ich so habe? Was war das? Ice Charts. Das ist auch noch so ein unsinniger Zettel hier. Ist das hier drin auch Essen? Warte mal. Da kann doch die Fische rein. So. Und hier kann noch die beiden Zettelchen mit rein. Gut, schön. Läuft doch. So, haben wir einen goldenen Schlüssel. Cool. Bringen wir zwar noch nicht viel weiter. Aber ich würde sagen, wir tauchen noch ein bisschen. Scheint ja recht ergiebig zu sein. Hey, Fisch. Hey, Fisch. Muss ich schnell wieder zurück? Habe ich ein bisschen dort umgeschaut? Genau deswegen. Ah, fu. Es überlastet. Das ist nicht gut. Oh, ho, 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 ho. Okay, pass auf, pass auf. Was wir machen? Wir geben jetzt jedem einfach mal einen Fisch. Nee, warte mal, kein Fisch, oder? Fisch? Hm, doch, Fisch. Fisch wiegt ganz schön. Aber das wiegt noch mehr. Das wiegt eigentlich noch mehr. Dann geben wir jedem von euch sowas. Erstmal die schweren Sachen wegessen. War ja schon damals immer ein guter Tipp. Um Platz in der Tasche sozusagen zu bekommen. Okay, ich habe einen Schalter ausgelöst. Mir geht schon wieder die Luft aus. Interessant übrigens, dass die Ausdauer... Okay, irgendwas hat sich geöffnet, aber...
Nicht hier. Und auch nicht hier. Dann gehen wir mal hier nochmal auf Tauchstation. Warte mal, hier war doch auch irgendwo noch eine Leiter. Genau, hier war eine Leiter. Nee. Lass mich mal in Ruhe. Kann ich auch rückwärts hoch? Nein. Das Problem ist, dass ich unter Wasser nicht angreifen kann. Das heißt, die steht da jetzt ein bisschen im Weg, die Schildkröte. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ich brauche eine Leiter. Ich brauche ganz schnell eine Leiter. Warum ist denn hier keine Leiter? Ja, genau. Schön. Okay. Ganz schlecht. Es ist unser Anführer gestorben. Yay, ein Stein. Hat sich ja gelohnt. Hä, was? Hier ist ein Feld? So, was ist das hier? Ah. Okay. Das ist natürlich jetzt ungut. Ohne unseren Anführer haben wir natürlich ein leichtes Problemchen. Aber warte mal, hier geht eine Treppe, eine Leiter, eine... Hallo? Oh, wie geil. Er erschreckt mich doch nicht so. Okay, okay, okay. Großes Problemchen. Ja, mach das mal ohne mich. Kämpf mal ohne mich. Ich bin erstmal weg. Weißt du was? Das hast du davon. Komm, stell dich mal irgendwo hin, wo ich dich vernünftig treffen kann. Ja, komm, spawn mal richtig. Los, spawn mal richtig. Oder weißt du was? Nee, warte. So. So. Weißt du, wer mich so angeht, ist nicht anders verdient. Rest mein Skillpunkten. Ich weiß nicht, gibt's irgendwie was, was ich noch machen könnte? Concentration, mehr Mana ist natürlich ganz gut. Armor wäre auch ganz gut wegen Light, aber das brauche ich glaube ich nicht. Ich glaube, ich gehe weiter auf Fire Magic. Oder gehe ich auf Concentration? Ich glaube, ich gehe erstmal so und dann würde ich sagen, schlafen. Nee, wir schlafen nicht, sondern wir gehen jetzt nochmal. Wir müssen jetzt mich wiederbeleben. Tut mir leid, dass wir jetzt schon wieder zurücklaufen müssen, aber ich möchte nicht hier in einer Dreierpartie rumlaufen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Habe ich nicht viel von. Gerade weil ich dann weniger Erfahrungspunkte auch bekomme, ne? Ist ja auch immer so ein Problem. Dieser Tempel wäre übrigens, glaube ich, ein viel besseres Zentrum, um Items aufzubewahren, als dort unten irgendwo in den Katakomben, was ich jetzt habe. Werde ich vielleicht nochmal offscreen umbauen, sozusagen. Dass ich mich schnell offscreen die Sachen hin und her transportiere, um und auch mal ein bisschen aussortiere. Das muss ich ja nicht onscreen machen. Es dauert ja auch einfach nur Zeit. Ah, zum Thema, es dauert nur Zeit. Jetzt haben wir hier natürlich
Der Kristall ist nicht an. Hier liegt ein Wurfmesser, das ist aber nicht so schlimm. Hat sich hier vielleicht schon mal irgendwas wieder erholt? Ein bisschen so Erfahrungspunkte technisch mal kurz was abgreifen. Ne, okay, hier lebt nichts. Ich muss eh warten. Dann kann ich hier rumlaufen. Das bringt zum einen, hat es hier eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, wie jetzt hier zum Beispiel gerade die Pflanzen zu respawnen bzw. nachzubauen. Und zum anderen muss ich eh noch warten, bis der Kristall wieder aufgewacht ist. Und da kann ich ja ein bisschen durch die Pampa rennen. Ich kann auch rumstehen natürlich, aber ich glaube, Rennen bringt da einfach mehr. Ah, war ich nicht schnell noch mit dem Heiltrank, muss ich gestehen. Also da... Generell, ich habe auch arge Lebenspunkte... Also Mana ist nicht so das Problem, aber Lebenspunkte... Da sieht es schon recht arg aus mit den Heiltränken im Expliziten. Weil jetzt habe ich alle verbraucht sozusagen. Alle Heiltränke, die ich machen kann, einen möchte ich mir ja aufheben, um den zur Not wieder respawnen zu lassen. Ah, da ist er. Gut. So. Dann kann es jetzt zurückgehen, dann können wir mal gucken, was wir da eigentlich geöffnet haben. Ist noch ganz gut, dann muss ich da nicht lang tauchen. Es gibt hier ja noch dieses eine Worträtsel, wo wir jetzt alle schon so ein bisschen dann rumrätseln mit diesem Ar-Ko-Irgendwas-Zeug. Wo wir alle noch davor ein bisschen stehen und überlegen und nicht so den Plan haben. Aber mir wurde schon gesagt, dass es dort noch ein weiteres... vermutlich äquivalentes oder dazugehöriges Rätsel gibt. Was ebenfalls diese, so ein Schild ist mit so einem komischen kryptischen Zeichen. Oder kryptischen Schrift. So, muss ich lang? Hier hoch und dann darum. Okay. Können wir jetzt nämlich dort lang gehen, nachdem wir jetzt hier für Ordnung gesorgt haben. Der Schalter bleibt ja ewig an. Ist hier noch irgendwas? Kramer, was ist los? Wie sagst du? Mach doch mal die Fackel an. Tschüss, tschüss, tschüss. Laufen wir ohne Licht rum. Gott, ist diese Falle oder dieses Zeug laut. Was haben wir hier? Eine neue Nachricht. Oh, I'm sorry. I'm hoping that my little trap only broke a few bones and you are still able to proceed on your heroic journey. Du bist so ein netter... was auch immer. Wie komme ich da ran? An diese Kiste? Ach, da war ich schon. Da fehlt mir der Dietrich. Genau, stimmt. Da war ich ja schon. Na gut. So. Dann schauen wir doch mal, was auf dieser Seite des Baches ist. Eine Leiter. Okay. Da hinten läuft was rum. Hier ist... Gott, habe ich mich erschrocken. Extrem ungünstige Position wurde ich hierhin teleportiert, muss ich mal gestehen. So. Hab ich mich erschrocken? Alter Finne. Das kannst du doch nicht mit mir machen, du Spiel. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Trink. Okay, was haben wir denn bekommen? Eine... ein Arkebus. Eine mittelalterliche Steinschlosspistole. Eine ziemlich coole Sache.
Recover Firearms. Brock kommt hier auch mit einfach mit Kugeln aus. Sehr schön, guck mal, deutlich mehr Schaden. 17 bis 52, eine Range von, gut, 3 hängt da von meinem Skill ab. Cooldown 6 Sekunden, ist natürlich heftig, aber hat die andere auch. A large rifle pack, enough punch to blast a hole through the hull of a Rattling. Wurde damals, ist eine ziemlich mächtige Waffe, wurde damals halt auch viel verwendet. So, und jetzt könnte ich eigentlich schon mal anfangen, auf Heavy Weapon zu gehen, um mehr Schaden zu machen. Aber ich glaube, ich packe erstmal das hier auf Stufe 5. Dann dürfte ich nämlich ein Achievement bekommen. Yes. Pert. Und jetzt machen wir hier... ich überlege, ob ich schnell noch die Armor hochbringe auf Stufe 1, damit ich... Also, dass ich Light Armor tragen kann. Weil die... Zum Beispiel die hier bringt ja auch Evasion... die Redrüstung oder die bringt Energie. Warte mal, du bringst Energie? Bringst du komplett Energie? Das ist Energie. Ach, na denn. So, weißt du? Evasion ist doch für dich nicht wichtig, um es mal böswillig zu formulieren. Aber Energie ist doch für dich wichtig. So. Was haben wir? Firearms. Müsste ich am besten auf 5, damit ich noch einen weiterschießen kann. Alchemie wäre aber auch nicht schlecht. Firearms wären auf 4. Immer auf 4. Und dich dann hier auf Dodge. Dann habe ich nämlich die Skill Time Decree. Obwohl, wenn ich hier... Kann ich alles auswählen. Dann muss ich kein Dolch nehmen, dann könnte ich zum Beispiel noch den Säbel mitnehmen. Das wäre natürlich auch ganz nice. Und mit Dodge habe ich jetzt, ich glaube, ich nehme das. Dann habe ich nämlich eine Höhe, kann ich häufiger angreifen. Gut. Viel rumüberlegt, viel hin und her. Und hier sehe ich jetzt spontan keinen weiteren... Knopf als Secret. Und nach dem Stress würde ich sagen, machen wir erstmal eine Pause für heute und für diese Session. Ihr habt jetzt die Möglichkeit wieder zu schreiben, wenn ich etwas übersehen habe. Ihr könnt mir vielleicht, wenn ihr habt, Tipps geben zu den 4 Worträtsel mit den 4 Plagen da. Oder ähnliches. Gibt ja genügend, wo ihr jetzt schon mir Tipps wiedergeben könnt. Ich bedanke mich schon mal im Vorfeld wieder für eure Tipps und dann bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss.